Also mein Traum wäre, irgendwie selbstständig an den Kunden dann irgendwann mal ranzugehen und vielleicht auch irgendwann mal ein eigenes Unternehmen zu führen. Also prinzipiell, man braucht halt, also am Anfang ist halt immer ein bisschen Theorie, aber sobald man halt eben die Theorie hinter sich hat, macht man mehr praktische Sachen als theoretische Sachen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Programm entwickelt, dann ist es ein Hoch und Runter, das ist wie eine Achterbahnfahrt, weil man schreibt den Code, dann hat man einen Fehler, dann findet man den Fehler aber und dann hat man natürlich ein sehr gutes Erfolgserlebnis. An den Lehrern gefällt mir am besten, dass man merkt, dass sie eine breite Wissensbasis haben. Die einen haben viel Praxiserfahrung, also die kommen zum Beispiel aus Unternehmen und können da sehr viel in den Unterricht mit einbringen. Und es gibt aber auch andere, die das theoretische Wissen eigentlich sehr gut vermitteln können. Was man so draußen hört, ist auf jeden Fall, dass die Firmenchefs dann durchaus sagen, ja, wenn sie von Visor kommen, dann sind sie schon auf jeden Fall gut mit dabei und schon mal gut ausgebildet, sage ich jetzt mal. Wir arbeiten seit Jahren mit den EDV-Schulen in Visau zusammen. Wir profitieren da mit und wirken mit, indem wir eben Praktikumsplätze zur Verfügung stellen und übernehmen auch immer sehr gern Absolventen aus Visau in Anstellungsverhältnisse. Wenn man die IT-Techniker-Fortbildung sich anschaut, es bieten nur 3 Schulen in ganz Bayern an. Die Ausbildung hier in der Schule ist auf jeden Fall sehr zukunftsorientiert. Erfolg ist für mich